So, nächste Folge Rogue Legacy. Wir werden unseren nächsten Nachfolger wählen. Wir haben ein Mage, nicht so gerne. Noch ein Mage, der sogar an Zwergenwuchs leidet. Und wir haben einen knappen. Ja, ein risikoreicher Held. Hat geringe Stats, aber kann enorme kritische Treffer landen. Aber der ist langgezogen. Und jeder... Ja, wir sind ziemlich dünn, das heißt, jeder Schlag sendet uns Fliegen. Super, bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, so ein scheiß Mage zu nehmen. Wir sind übrigens farbenblind. So, hier haben wir den Architekten und hier haben wir die Enchantress. Wir holen uns zuerst die Enchantress. So. Bam, dann baut es sich weiter auf. Und ich werde überall mal so einen Punkt reinsetzen, damit wir das ganze Gerüst haben. Aber es wird wahrscheinlich darauf dann später hinauslaufen, dass ich mich sehr auf die linke Seite konzentrieren werde, weil ich bin kein Magier-Spieler, auch nicht in dem Spiel, auch wenn es hier natürlich eine andere Spielweise ist als normal. The Enchantress can empower your body with magical runes, making you better, stronger, faster, jumpier. Find runes to increase her repertoire of body-modifying talents. Her Crystal Ball is just for show. Also, je mehr Runen wir finden, desto mehr kann die uns einsetzen und uns verbessern. Wir gucken mal, was die hat. Hier sieht man, wir sind farbend. Hello Hero, could I borrow your ear for a moment? I'm in need of your help. I used to be a very powerful enchantress, but one day the monsters of this castle invaded my dreams and stole my knowledge. They encased that knowledge in runes, and without those runes I suck at my job. Please, Hero, if you find any runes, bring them back to me, and then I'll sell it back to you at a profit. Wir sollen Runen finden, ihr sie wiedergeben und sie verkaufen uns die Runen dann wieder, um Profit zu machen. Und da sehen wir, da haben wir Dash, da haben wir Dump Doppelsprung. Und wir werden, zack, erstmal eine Doppelsprung-Rune holen. Und wenn wir noch Geld haben, nein, leider nicht. Wir können leider noch keinen Dash holen, aber wir haben jetzt den Doppelsprung. Ah, endlich! Yay! Ja, ich glaube, wir hätten an der Bock noch was machen können, ist aber nicht schlimm. Wir gehen jetzt einfach so rein und los geht's! Wieder alles zersmashen! Ha, komm her! Böser Stuhl! Aber hier ein bisschen Timing, das ist kein Problem. Da gehen wir hin. Und wir sind nicht nur farbenblind, wir sind auch noch kurzsichtig, bemerke ich gerade. Weil wie ihr seht, am äußeren Rand ist alles so ein bisschen verschwommen. Na, stirb doch. So. Ich bin doch nur des Goldes wegen hier. Wow. Ah, es gibt schon gemeine Sachen hier. Oder man spielt einfach nur dumm. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Mein Fresse. Ja, wir haben nur noch 10 HP. Das wird eine kurze Runde. Shit. Das war mehr Glück als alles andere. Ah, hier ist der Bossraum. Ich weiß nicht, soll ich euch spoilern und euch den ersten Boss schon mal zeigen? Weil wir haben nur noch 10 HP. Wir kriegen eh nicht viel hin. Nein, das wird doof. Das wäre voll langweilig. Das wäre voll lame. Was muss an die Kiste? So. Nein, immer noch nicht. Fuck. Fickt euch doch alle. Sehr schön. So. Upgrade your classes early to obtain powerful class abilities. So. wirklich. Ja, das war dann auch wieder der Part. Wie ihr seht, verbrauchen wir unsere Erben ziemlich schnell. Gibt auch genug von denen. Ich würde sagen, bis gleich.